Das Wort Superschiff ist eigentlich im 94 zuerst mal auftaucht. Ich kann nicht mal genau sagen, wann es war, aber irgendwann hat man schon so Rumoren gehört von den Krachern um den Hafen. Wir waren dann gegen alles, gegen Charts, gegen Plattenfirmen. Ja, Ansporn, irgendwie aus dieser Isolation zu kommen. Ja, wir haben uns hier bei unserem eigenen Raum geschafft eigentlich, und der ist plötzlich immer grösser geworden. Ja. Das war so ein bisschen unsere kleine Revolution. Ja, für uns war es dann geil, dort, wo man im Prinzip hersteht, im Winter, wo man anbügelt, dort stehen die Leute und schauen eigentlich in den Raum rein, wo man dann mit der ganzen Backline füllen, mit Licht, und dann kannst du so gerade raustonnern. Du sagst so, jetzt wollen wir irgendetwas, und dann tust du mit den Leuten zusammen, die du kennst, die du weisst, mal, der ist in diesem Bereich tätig, und dann fährst du zusammen an, etwas erschaffen. Du kaufst eine Gitarre, du kaufst einen Bass, ich kaufe auch Gitarre, noch Schlagzeug und dann hü. Für die Leute war das wie eine Atombombe gewesen, zum Teil. Man hat es einfach nicht verstanden. Und das hat uns dann nicht irgendwie, das hat uns auch nicht bestärkt, also irgendwie haben wir das noch lustig gefunden. Moment, es gibt doch Leute, die mit der Stromgitarre ein bisschen anders umgehen als das, was man kennt von den Topfers. Es ist einfach die Professionalität daraus geworden und einfach auch das Wollen halt, das machen. Es passiert immer dort, was niemand vermutet. Ja, es ist nicht New York, der Rock'n'Roll, CBGB, es ist auch nicht in der Nähe. Ja. Ich würde sagen, es ist der Inbegriff von Rock'n'Roll. Es ist einfach für alles, was wir stehen. Es hat einfach wie keine Grenzen gegeben.